Dieses manipulierte Video von Microsoft-Gründer Bill Gates wird von Nutzern in den sozialen Netzwerken verbreitet. Durch den Clip entsteht der Eindruck, dass der Unternehmer Covid-19-Impfungen nutzen will, um eine globale Auslöschung herbeizuführen. To achieve this goal of global elimination, we need three things: the capacity to produce billions of vaccines, the funding to pay for them, and the systems to deliver them everywhere. Der aus dem Kontext gerissene Videoschnipsel suggeriert, dass Gates sich mit seinen Aussagen auf die Auslöschung der Menschheit bezieht. Doch das Video hat eigentlich eine vollkommen andere Botschaft. Bei dem vermeintlich skandalösen Clip von Bill Gates handelt es sich um eine aus dem Kontext gerissene Szene. Der Clip wird bereits im September 2020 von der Gates Foundation auf Twitter gepostet. Im Kontext des Videos wird klar, dass Gates sich mit den Worten globale Auslöschung auf das Coronavirus bezieht und dass das Mittel zur Erreichung dieses Zieles ein Impfstoff sei. These vaccines will allow us to save millions of lives. They'll allow us to develop a plan for the world to globally eliminate COVID-19. Der Fall macht deutlich, wie einfach Aussagen aus dem Kontext gerissen und ins Gegenteil verdreht werden können. So wird aus einem Milliardär, der Menschenleben retten will, ein Mann, der eine globale Auslöschung der Menschheit anstrebt.